Wissen Sie, um das vorab zu sagen, ich bin eigentlich ziemlich entsetzt darüber, welchen medialen Aufwand wir treiben, um das noch einmal klar zu sagen, uns selber sogar zu sagen, was wir eigentlich als katholische Christen von Kindesbeinen an wissen und in unserem Leben beherzigen und voraussetzen. Und ich bin darum schon äußerst kritisch eingestellt gegen die begonnene Debatte überhaupt. Sterbehilfe-Debatte. Das ist ja ein relativ humaner Wortlaut, der da gesagt wird. Sagen wir doch einfach Beihilfe zum Selbstmord. Dann wäre das vielleicht redlicher, als wenn wir es akademisch verbrämen. Auch muss ich sagen, es ist eigentlich etwas erschütternd, dass Jahrzehnte unserer Verkündigung und unserer Lehre das nicht verstärkt haben sollten, was wir eigentlich als katholische Christen in unserem Glauben voraussetzen. Darum muss ich das jetzt hier noch einmal sagen, dass ich ganz und gar gegen jegliche Art und Weise der Ermöglichung von Sterbehilfe eingestellt bin und dass es schon gefährlich ist, die Tür auch noch einen Spalt zu öffnen. Ich denke da zum Beispiel bloß an die bloße Ablehnung einer gewerbsmäßigen Sterbehilfe, was ja juristisch bedeutet, dass dann eine zweite darauf folgt und was aber Otto Normalverbraucher überhaupt nicht versteht, sondern wenn wir bloß eine gewerbsmäßige Sterbehilfe ablehnen, haben wir die Tür grundsätzlich doch schon diesen besagten Spalt breit geöffnet. Und darum, wenn es schon so weitergehen sollte und zu einer Abstimmung gehen sollte, dann bin ich für diesen einzigen Entwurf der beiden Abgeordneten Dörflinger und Sensburg, dem man dann zustimmen kann. Aber ich bestätige noch einmal und betone noch einmal, dass mir schon diese Debatten insgesamt fragwürdig erscheinen und eigentlich ein bedenkliches Licht auf die Situation unserer Gesellschaft und unserer Einstellung zum Lebensbeginn und zum Lebensende eben darstellen.